wenn man denn dem einschlägigen Medien halt Glauben schenkt. Ich spreche hier für die Stadtteilinitiative Schillerkiez, die diese Demo mit initiiert hat. Mieterhöhung, Ausgrenzung und Verdrängung ärmerer Schichten, vor allem aus den Innenstadtbereichen, und der Protest und Widerstand dagegen sollen heute hier das Thema sein. Angesichts der regen Beteiligung, die wir hier sehen, treffen wir mit dem Thema genau das, was zurzeit viele Menschen bewegt. Dazu werde ich jetzt etwas über die Entstehung und Arbeit unserer Stadtteilinitiative erzählen. Entstanden ist unsere INI aus der Empörung und der Wut über die Gründung der Taskforce Okerstraße. Mit dieser Einsatzgruppe wollten das Bezirksamt Neukölln und das Quartiersmanagement Schillerpromenade sogenannte problematische Jugendliche, Roma-Familien und Trinkerinnengruppen austauschen und verdrängen. Am Quartiersmanagement allgemein wurde die Idee entwickelt, Kiezversammlungen abzuhalten, sich organisiert in die Entwicklung im Stadtteil einzumischen und sich gegen Verdrängung, Ausgrenzung und Stigmatisierung zu wehren. Die Resonanz war ganz erfreulich, sodass wir uns immer größere Räume für die Versammlungen suchen mussten. So konnte denn im weiteren Verlauf auch die Stadtteilzeitung Landnotizen mit mittlerweile 5 Ausgaben erscheinen. Im Weiteren haben wir Kiezspaziergänge gemacht und gemeinsam mit der Berliner Mietergemeinschaft Informationsveranstaltungen zu Themen wie Betriebskosten, Mieterhöhungen oder Modernisierungsandrohungen abgehalten. Im letzten Jahr hat sich zudem die Kiezinitiative Anti-Gen gegründet. Hierin sind vor allem Künstlerinnen zusammengekommen, die sich nicht als Pioniere der Aufwertung instrumentalisieren lassen wollten. Unter anderem wurde ein Fragebogen entworfen, um die Mietentwicklung im Kiez zu erfassen und abzubilden. Während der Schillerkiez früher meist als eine Art Schmuddelecke mit ebensolch schmuddeliger Bewohnerschaft galt, hat sich die Sichtweise auf dieses Gebiet spätestens mit der Öffnung des ehemaligen Flughafens als Parkgelände komplett verändert. Es wird überall renoviert, Luxus modernisiert, aufgehübscht, in Eigentum umgewandelt und verkauft. Auf die Art kann man sich so neben einer schönen neuen Hausfassade auch gleich eine neue und solventere Mieterschaft zulegen. Bei Neuvermietungen werden mittlerweile Preise von 8 bis 10 Euro verlangt. Es sei sein Pech,
Die Stadtautobahn 100 soll von Neukölln nach Treptow verlängert werden. Über 400 Millionen Euro will man in Beton gießen, damit man den Träumen von einer autogerechten Stadt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts um 3,2 Kilometer näher kommt. Für hunderte Menschen bedeutet der Autobahnbau den Verlust von Wohnung und Garten, für Tausende mehr Dreck und Lärm und ganzen Stadtvierteln wie hier in Treptow und Friedrichshain droht der Verkehrskollaps. Trotzdem könnte man denken, dass die Menschen, die direkt am Stadtautobahn leben, wenigstens von steigenden Mieten verschont werden. Vor einem Jahr wurde dies von Topos zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse der Studie in Kurzform. Je näher die Wohngebäude an der Stadtautobahn stehen, umso schlechter ist die Erhaltungszustand. Außerdem fehlen in mehr als der Hälfte der Wohnungen Lärmschutzfenster. Trotzdem sind die Mieten auch direkt an der Stadtautobahn nicht besonders niedrig. Dafür ist die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch wie in Wohngebieten ohne Autobahn vor der Haustür. Die an der Stadtautobahn wohnenden Menschen, die nicht arbeitslos sind oder noch nicht arbeitslos sind, haben deutlich geringere Einkommen bzw. geringere Renten. Sie haben ein um fast 50% höheres Armutsrisiko und sie besitzen oft selbst kein Auto. Ist in Israel in den letzten 6 Wochen die größten Sozialproteste in der Geschichte des Landes ausgebrochen. Was ist eine kleine Initiative einiger Studenten aus Tel Aviv gegen steigende Mieten angefangen hat, hat sich innerhalb 2 Wochen im ganzen Lande zu einer Massenbewegung gegen die neoliberale Politik entwickelt. Mehr als 100 Zeltstädte wurden vom Norden bis zum Süden errichtet, in denen die Anwohnerinnen sich täglich versammeln und Protestaktionen organisieren und durchführen. An den größten Demonstrationen unter dem Slogan „Das Volk fordert soziale Gerechtigkeit“ nahmen mehr als 400.000 Menschen teil, was in Deutschland vergleichbar im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung eine Demonstration mit 4 Millionen Menschen wäre. Für heute Abend ist wieder eine Massendemonstration geplant unter dem Titel „Die 1-Million-Demonstration“. Tausende Menschen auf die Straße für Sozialgerechtigkeit. Ein Thema, die immer durch die Sicherheitsdiskurs und die Kriegspolitik der Regierung zum Schweigen gebracht würde. Die Forderung nach Sozialgerechtigkeit ermöglicht eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Communities in der israelischen Gesellschaft, die von der extrem neoliberalen Politik aller israelischen Regierungen gelitten haben. Studentinnen, Arbeiterinnen, Judinnen mit europäischer oder arabischer Hintergrund, palästinensische Israelis, migrantische Arbeiterinnen und Flüchtlinge, Schwule, Lesben, Transpersonen, religiöse und säkuläre, alle diese Personen, trotz ihrer unterschiedlichen Betroffenheit von der ökonomischen Situation, bilden zusammen diese Bewegung, die eine radikale Änderung des Systems fordert. Doch eines Tages kam der Wolf aus dem Wald. Er klopfte an die große Tür des kleinen Strohhauses und rief: „Liebes, gutes, kleines Schwein! Deine Wohnung ist jetzt mein!" Das Schwein aber antwortet: Bin ganz allein! Ich lass dich nicht ins Haus herein!" Da sagte der Wolf: „Ich werde dich entmündigen und dich kündigen! Werde tapezieren! Und der Wolf entmündigte und kündigte und entmietete das ganze Haus. Da ging der Wolf zum Ziegel aus, klopfte vorne an die große Tür und rief: „Liebes, gutes, kleines Schwein! Deine Wohnung ist jetzt mein! Bin ganz allein! Diese Wohnung, die ist mein!" Warte nur ab! Gleich hab ich dich! Und er trat gegen die Tür und verstauchte
Ho, ho, ho.